heute Nachmittag sehen konnten, welche gute Grundlagenarbeit in den Amateurboxvereinen BC Görzig-Fuhneland und der Stieglitz Boxing Akademie geleistet wird, können Sie jetzt verfolgen, wie es für einige Boxer nach der Amateurkarriere weitergeht. Dabei haben die Veranstalter Robert Stieglitz und Dirk Jemski weder Kosten noch Mühe gescheut, um Ihnen heute Abend hier eine hochklassige Profi-Box-Veranstaltung zu präsentieren. Dafür Dankeschön! Sie werden drei junge Berufsboxer aus Sachsen-Anhalt sehen, die unter Anleitung ihres Trainers Dirk Jemski die ersten Erfolge erringen konnten und jetzt Schritt für Schritt weiter wollen. Möglichst bis nach ganz oben. Sie werden einige erfahrenere Profiboxer sehen, die versuchen mit Siegen in den Rankings der einzelnen Verbände nach oben zu klettern. Und wie es sich für eine hochklassige Boxveranstaltung gehört, wird auch eine einheimische, schlagstarke junge Frau durch die Ringseite klettern. Wo sind die Fans von? Sie haben sicherlich im Vorfeld auch bemerkt, dass die Boxer und gerade auch die Veranstalter ein großes Herz haben. Und so steht die heutige Veranstaltung auch unter einem guten Stern und findet statt für einen guten Zweck. Und ich möchte jetzt jemanden in den Ring bitten, der Ihnen dazu deutlich mehr sagen kann. Ich rufe in den Ring den Stiftungspaten der mitteldeutschen Kinderkrebsforschung. Im Volksmund nennt man ihn auch Teamchef Schulle. Und ich werde Teamchef Schulle jetzt das Mikrofon übergeben. Vielen Dank, Herr Dirk. Danke an die Kopfhörer, liebe Zuschauer, liebe Gäste, herzlich willkommen zur ersten Schildebeckauer Boxnacht. Mein Name ist Andreas, bereits genannt, ist immer sehr cool, und ich bin seit diesem Jahr natürlich offizieller Stiftungspartner der mitteldeutschen Kinderkrebsforschung. Ich habe im November 2017 das Projekt Schulle in Grenz gegründet. Der eine oder andere hier in der Halle kennt das vielleicht auch schon. Das ist eigentlich mehr und nicht weniger als eine Freizeitfußballmannschaft. Zwar bestehen aus aktiven Fußballern, aber im Amateurbereich. Und wir touren eigentlich das ganze Jahr über zu Veranstaltungen, zu Fußballturnieren, zu Wasserveranstaltungen und tanzen, alles so man und alles mitbringen. Und wir können in dieser Zeit auch mit der Unterstützung von Robert Stieglitz und Dirk Jemski bis heute knapp über 60.000 Euro für die mitteldeutsche Kinderkrebsforschung. Kempsi und Robert Stieglitz machen das auch einige prominente weitere Sportler der Region Sachsen-Anhalt. Draußen im Eingangsbereich sieht man den einen oder anderen. Und das Ganze geht natürlich ganz herz, mal ich persönlich einen jungen Mann kennenlernen durfte, der im Alter von 11 Jahren an Krebs erkrankt war und der komplett denselben Namen hatte, wie ich selber vorne stehe. Ja, wir besuchen die Kinderkrebsstation in Halle und in Magdeburg. Und ich kann Ihnen sagen, neben den 2,50 Euro, die für Ihr Ticket schon an die Stiftung gehen, kann jeder weitere gespendete Euro, der heute Abend zum Beispiel zusammenkommt, morgen die Stiftung von 6,50 Euro. Ja, das heißt, ein gespendeter Euro, wir sind jetzt 6 Euro da. Wir haben draußen Eingangsbereich noch vorstellen müssen, stehen, der Adresse ist, zu unterstützen. Soll ich mich sehr, sehr doll darüber freuen und möchte Ihnen jetzt nicht weiter auf den Keks gehen, sondern einen schönen Abend wünschen. Tolle Kämpfe sehen und sage ich Ihnen vielen Dank. Tolle Kämpfe war sicherlich, dass wir auch geschickt worden, denn da bin ich dir ganz sicher, dass wir die sehen werden. Die heutige Veranstaltung steht unter Aufsicht des DGB. Begrüßen Sie mit mir gemeinsam Frau Beate Pöste aus Hamburg, die die Aufsicht führt. Herzlich willkommen. Als Kampfrichter fungieren heute Abend die Herren René Fiebig, Andreas Schweiger und Oliver Brien. Als Zeitnehmer in Aktion sehen Sie Herrn Heiko Diese und Herrn Leon Diese. Ringarzt ist Dr. Meister. Des Weiteren im Einsatz ist das DRK Schönebeck. Auch Ihnen herzlich willkommen. Für den heutigen Abend der Ring zu führen, mein Name ist Dr. Andreas Köhler. Und dann wollen wir
Kämpfer auch nicht mehr lange in den Kabinen warten lassen. Ich möchte Ihnen die Protagonisten etwas näher vorstellen. Der Kämpfer. Vorne!
Innenseite laufen. Wir müssen Innenbein treffen. Ja? Und doppelt. Die Bahn setzen. Da sein links. Ruhe Hand läuft. Jawohl. Und locker Box. Schön locker von außen, komm. Spür an, komm. Für die Linke. Gut beschäftigt. Ruhig, Tom. Passiert nichts dabei. Links, links, rechts mit. Du bist Erster. Jawohl, gerade. Thank you.
lass ihn wohl selber warten. Thank you.
Punkten und auch er damit weiter als richtig ungeschlagen, der Kämpfer in der blauen Ecke, Marlon Kinski! Oh!
Hallo! Ja.